UE24 TV präsentiert das Duell der Jungpolitiker mit Julia Herr, Astin El-Habassi, Julian Schmidt, Maximilian Kraus und Claudia Gammon. Durch die Sendung führt UE24-Chefredakteur Niki Fellner. Ja, schönen guten Abend. Heute zu einer besonders spannenden und auch erfrischenden Runde. Mal ganz was, sag ich mal, ein bisschen was Neues und neue Gesichter, die man nicht so oft bei uns haben. Und zwar die, sage ich mal, jeweiligen Jungstars der Parteien, teilweise auch Jugendsprecher der Parteien, bei uns zu Gast. Ich beginne in dem Fall rechts außen, allerdings nur von der Sitzordnung. Maximilian Kraus, Landtagsabgeordneter der FPÖ Wien. Danke für die Einladung. Julia Herr, Vorsitzende Sozialistische Jugend. Hallo. Claudia Gammon, Nationalratsabgeordnete bei den NEOS und Jugendsprecherin der NEOS. Und Julian Schmidt, Jugendsprecher und Nationalratsabgeordneter der Grünen. Hallo. Und gleich auch noch dazu stoßen wird Astin El-Habassi, Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Ich würde starten mit einem Thema, das uns, glaube ich, alle beschäftigt hat, die letzten zwei Tage oder drei Tage sind es mittlerweile, und zwar ist das das Attentat in Berlin? Es ist ja nach diesem Attentat seit gestern auch in Deutschland eine große politische Diskussion entbrannt. Wieder einmal, muss man sagen, um die Asylpolitik und auch die Asyllinie von Angela Merkel. Und ich würde, wie gesagt, gerne mit diesem aktuellen Thema einsteigen. Wenn ich vielleicht gleich hier starten darf mit Maximilian Kraus. Die FPÖ hat ja die Asylpolitik von Angela Merkel scharf kritisiert, zuletzt auch Norbert Hofer in seinem Präsidentschaftswahlkampf, auch der Parteivorsitzende HC Strache. Ja. Fühlt ihr euch jetzt bestätigt durch das, was da jetzt rausgekommen ist? Nee, ich glaube, dass natürlich die schlimmsten Erwartungen jetzt teilweise eingetroffen sind. Ich würde nicht sagen bestätigt, weil bei so einem furchtbaren Terroranschlag, da möchte man sich nicht bestätigt fühlen. Und was da passiert ist, ist einfach schrecklich und für uns, glaube ich, noch gar nicht richtig zu fassen, weil es dieses Mal ja zum ersten Mal eigentlich wirklich auch ein direktes Nachbarland von Österreich getroffen hat und man ja nicht weiß, ob es auch hier passieren könnte, ob es hier passieren wird. Aber ich glaube, dass die Politik von der Frau Merkel natürlich teilweise schuld daran ist, dass wir uns jetzt mit solchen Situationsbildern konfrontiert sehen. Wir haben erlebt, dass man gesagt hat, es kann jeder nach Europa kommen, wir öffnen Tür und Tor für jedermann, wir kontrollieren keine Grenzen, wir haben eine offene Einladungspolitik erlebt. Und das ist natürlich jetzt teilweise auch eine Folge davon, wenn wir erlebt haben, dass die Attentäter, die in Nizza ein schreckliches Verbrechen verübt haben, aufgrund der offenen Grenzen durch Österreich reisen konnten, dort diesen Anschlag verübt haben, dass es jetzt als wahrscheinlich gilt, dass der Attentäter, der jetzt gesucht wird, auch aufgrund der offenen Grenzen quer durch Europa reisen konnte, dann sind das natürlich Missstände, die man ansprechen muss. Wir Freiheitliche sagen ganz klar, ja, es gibt ein heiliges Asylrecht und wir müssen Leuten helfen, die wirklich auf der Flucht sind vor Krieg und vor Verfolgung. Und hier müssen wir auch helfen. Aber wir müssen hier differenzieren von denjenigen, die nicht auf der Flucht sind, sondern die uns nur Schlechtes bringen wollen. Und ich glaube, das ist in einem Rechtsstaat ganz essentiell, zu unterscheiden, wer hat ein Recht auf Asyl und wer hat keins. Und das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Und nichts anderes als das wollen wir. Julia Herr, hat uns die Asylpolitik der deutschen Kanzlerin und teilweise auch der österreichischen Bundesregierung, die ja, sag ich mal, auch ja gerade in den ersten Monaten doch hier relativ auch im Gleichschritt marschiert sind, hat uns die oder war die im Endeffekt zu unüberlegt und fällt uns das jetzt auf den Kopf? Also danke für die Einladung. Ich will vielleicht ganz zu Beginn kurz was sagen, was mir sehr am Herzen liegt in dieser ganzen Diskussion rund um Berlin, weil ich glaube, bei diesen Anschlägen geht es eigentlich darum, uns alle einzuschüchtern. Dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber den Kopf zerbrechen, ist natürlich logisch, aber das tun ja auch ganz viele Leute, die zu Hause sitzen und jetzt Angst haben. Und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt zu Hause bleibt, wenn man jetzt Angst hat, wenn man jetzt nicht mehr für unsere liberale, offene Gesellschaft eintritt, weil man jetzt sich das nicht mehr traut, dann haben diese Menschen, die Anschläge verüben, gewonnen. Also ich will das kurz zu Beginn loswerden. Ich glaube, jeder soll trotzdem, wenn er gehen will, auf einen Christkindlmarkt gehen. Wir sollten uns nicht einschränken lassen. Also ich gehe auch gerne mit dir auf einen Christkindlmarkt. Wir können alle auf einen Christkindlmarkt gehen. Aber ich glaube, das darf die Lehre aus so einem Attentat niemals sein. Und zum zweiten Punkt, das ist immer die Frage, wie lässt sich sowas verhindern, ja, dass jemand in einen LKW steigt? Was ist jetzt wirklich schuld daran? Und wir müssen uns eingestehen, dass wir nie verhindern können, dass wer in einen LKW steigt und Menschen niederführen. Das kann immer passieren, das wird immer schrecklich sein. Aber
die Frage, wie können wir langfristig solche Dinge verhindern, würde ich vor allem da ansetzen, dass man aufpassen muss, dass junge Menschen sich gar nicht radikalisieren, ja, dass solche Menschen überhaupt nicht so verzweifelt werden. Weil wir wissen, es gibt auch in Österreich junge Menschen, die radikalisiert werden können, ja, das wissen wir. Und ich glaube, wie man da ansetzen kann, ist mit unglaublich viel Sozialarbeit, die aufgestockt gehört, wo viel mehr hinein investiert werden müsste. Ja, wenn junge Leute in irgendwelchen Parks in Wien herumhängen, Leute, die auf sie zugehen und sagen, okay, was ist dein Plan, wie schaut deine Zukunft aus? Ja, dann gilt es auch in Arbeitsplätze zu investieren. Ich weiß, das ist jetzt nicht so eine reißerische Antwort, aber das ist in Wirklichkeit, was man langfristig schaffen muss. Ja, dass alle jungen Menschen in Österreich, die nicht Anschluss an der Gesellschaft haben, die vielleicht nicht in Jugendorganisationen aktiv sind, die keine Freundeskreise haben, in denen sie verankert sind, für die braucht man Auffangnetze. Also das wäre, glaube ich, etwas, wo man in Österreich sehr stark präventiv vorgehen könnte. Das heißt, wenn ich sozusagen das richtig interpretiere, es ist nicht das Problem des Zuzugs nach Österreich, sondern der Integration im Endeffekt. Natürlich liegt es daran, wie integriert man die Leute. Das ist im Endeffekt immer die Frage, auf die es darauf ankommen wird. Und man muss schon ehrlicherweise sagen, dass man sich ein bisschen zu leicht macht, wenn man jetzt sagt, okay, es sind insgesamt nach Europa, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Menschen gekommen, einer davon ganz offensichtlich jemand, den wir nicht in Europa haben wollen, zu sagen, alle zu verteufeln. Ja, man kann nicht mit einer Minderheit auf die Gesamtheit schließen. Man kann jetzt nicht sagen, alle Flüchtlinge sind schlecht. Solche Verallgemeinerungen, die werden uns nicht weiterbringen. Die können gesellschaftlich nur zu Spaltung führen, nur schlecht sein. Also hier jetzt generell zu sagen, alle Flüchtlinge, die in Österreich sind, haben jetzt dieses Attentat in Berlin zu verantworten. Ja, das ist ja komplett weit herbeigeholter Unsinn. Mhm. Claudia Gammon, Angela Merkel wird ja auch parteiintern jetzt, sage ich mal, doch recht scharf kritisiert, auch von der Schwesterpartei CSU gibt es doch da einigen Druck, dass die Asyllinie geändert wird. Wie siehst du denn das? Braucht es eine Kurskorrektur in der deutschen und auch der österreichischen Asylpolitik oder ist das eh alles gut, wie es läuft derzeit? Also ich halte es schon grundsätzlich für wichtig, dass man diese Frage auch differenziert beantwortet, weil die Frage ist, was ist der Kurs? Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, wo man sich fragen kann, wie geht man mit der grundlegenden Haltung um? Und ich glaube, dass ganz Europa froh sein kann, dass wir eine Politikerin auch wie Angela Merkel haben, die auch zu ihrer Meinung und zu ihrer Wertebasis steht und sagt, sie hat da möglicherweise eine Haltung, die sich von Teilen in ihrer Partei unterscheidet, aber sie steht dazu. Ich glaube, das ist etwas, was viele Politiker in Europa gerade in solchen Zeiten nicht zeigen können, nicht die Haltung haben, nicht das Rückgrat haben zu zeigen. Und das ist etwas, was extrem viel Respekt verdient, weil es ist etwas, was wir bei vielen anderen Themen bei Politikern immer kritisieren, aber offensichtlich nur dann, wenn es unserer eigenen Haltung entspricht oder unserer eigenen Meinung entspricht. Und das ist schon einmal etwas, was ich sehr positiv finde. Wir sind hier aber teilweise schon auch in einer Detaildiskussion, wo man sehr wohl auch Dinge kritisieren kann, die Versäumnisse der Politik sind. Wie auch in dieser Frage, wie kann es sein, dass jemand, der auch schon verurteilt ist, nicht abgeschoben werden kann, weil Papiere fehlen? Weil es hier eben Versäumnisse gibt, auch in der Außenpolitik, und das ist dasselbe in Deutschland wie auch in Österreich, dass wir mit vielen Ländern keine grundlegenden und funktionierenden Abkommen haben, die diese Praxis vereinfachen würden und auch beschleunigen würden. Und das ist schon etwas, wo man auch sagen muss, dass auch unser Außenminister Sebastian Kurz im Zug, genauso wie der Außenminister in Deutschland auch im Zug gewesen wäre. Und genau hier ist die Differenzierung wichtig, und das sage ich auch im Hinblick auf das, was der Kollege Kraus gesagt hat, dass man eben nicht unterstellt, dass es Leute geben würde, die mit bösen Absichten nach Europa kommen, sondern dass es immer, und das ist egal, ob das jetzt Österreicher sind oder Deutsche oder Syrer oder wer auch immer, es wird immer schlechte Menschen auf dieser Welt geben. Und mit so etwas muss ein Rechtsstaat umgehen können. Und wenn ein Rechtsstaat die Möglichkeit hat, solche Menschen ausfindig zu machen, und das haben offensichtlich unterschiedliche Staaten bei diesem Mann in Europa schon gemacht, aber dann die Politik unfähig ist, die Grundlagen zu schaffen, dass der Rechtsstaat dann auch funktionieren kann und so jemand dann auch abgeschoben wird und so ein Ereignis dann nicht passiert, das ist das, wo wir ansetzen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Fragen mit Verallgemeinerungen dann auch beantworten können und diese Probleme mit Verallgemeinerungen auch lösen können. Weil so kommen wir nicht weiter. Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass wir probieren, die Probleme, die da sind, die auch zu solchen Dingen möglicherweise führen, die auch dazu führen, dass wir nicht fähig sind, auch in Europa zum Beispiel stärker zusammenzuarbeiten, was das Thema Asyl betrifft, was das Thema Sicherheit auch betrifft. Wir haben einen schwierigen Datenaustausch, was Verbrechen betrifft in Europa. Wir haben relativ wenig Zusammenarbeit der Geheimdienste oder weniger, als es sein könnte.
Wir haben es immer noch nicht geschafft, eine gemeinsame Asylbehörde zu schaffen, ein gemeinsames Asylwesen. Das sind lauter Dinge, die Versäumnisse der Politik sind und die ganz sicher nichts mit den Menschen zu tun haben, die vor Krieg und Verfolgung flüchten. Und hier die Schuld auf die Menschen abzuschieben, die flüchten vor solchen Dingen, halte ich extrem verwerflich eigentlich. Weil es geht, da probiert die Politik wieder zu kaschieren, wenn sie selber keine Probleme lösen kann. Aber es ist sehr wichtig, in solchen Fragen nicht zu verallgemeinern, weder auf die eine noch auf die andere Seite. Man muss auch nicht schönreden. Hier hat es Versäumnisse gegeben und wenn die nicht in nächster Zeit angegangen werden, dann ist vielleicht die Zeit auch da, wirklich zu sagen, es läuft doch schief. Julian Schmidt, die Grünen haben ja sehr lange sogar offensiv mit der Willkommenskultur geworben, glaube ich sogar Plakate. Mittlerweile ist ja dieser Begriff Willkommenskultur auch ein bisschen negativ besetzt. Ob es jetzt gerechtfertigt oder nicht ist, sei dahingestellt. Aber ich sage einmal, er wird immer sehr stark mit Angela Merkel, dem Öffnen der Grenzen und dass das eigentlich dazu geführt hat, dass da viele zigtausend Flüchtlinge nach Deutschland, teilweise eben wie gesagt auch nach Österreich gekommen sind, wo man eben nicht genau überprüft hat, wer die sind. Jetzt an dich die Frage, war es nicht im Nachhinein ein Fehler, hier alle Grenzen zu öffnen und überhaupt nicht zu kontrollieren, wer da eigentlich zu uns kommt? Na, erstens finde ich natürlich, dass kontrolliert werden muss, wer ins Land kommt und dass das sozusagen wirklich, dass da einfach Ordnung herrschen muss, das ist klar. Was aber nur für mich schon ein Punkt ist, gerade vor ein paar Tagen haben wir noch die Bilder aus Aleppo gesehen. Wir alle waren schockiert sozusagen von dem Wahnsinn, der da dort abgeht und von den toten Frauen, Kindern und so weiter. Also das ist im Endeffekt, die Leute, die flüchten ja genau vor so einem Terror. Vor Krieg, vor Terror, vor der IS. Ja, das ist ja genau das Thema. Und dementsprechend finde ich es einfach ganz zentral, dass wir sagen, dass natürlich wir da menschlich sein müssen, dass wir da helfen müssen, denen geholfen werden muss. Ja, und das finde ich ganz zentral, das finde ich sozusagen ein Grundwert von uns. Und wenn ich noch darf, würde ich gerne was zu dem Terroranschlag jetzt sagen. Es ist nämlich so, wir müssen uns ein bisschen fragen, es war ein unglaublich feiger Anschlag auf friedliche Leute vom Weihnachtsmarkt. Das war ein Anschlag auch auf unsere Werte, auf unsere liberalen Werte, ja, auf unseren Staat. Und ich finde, dass man da, wie soll ich sagen, wir müssen uns das, was überhaupt nicht debattiert wird im Moment, und ich finde, das können wir in der Runde einmal debattieren, was wollen denn diese Terroristen eigentlich? Warum tun die das? Die tun das, damit wir Angst kriegen. Damit wir unsere liberalen Werte über Bord hauen. Die tun das, damit wir unser Leben ändern. Ja? Und ich sage, das ganz Zentrale ist, dass ich will nicht einknicken. Ich will mein Leben nicht ändern, ich will nicht einknicken vor denen und ich will auch unseren liberalen Staat und unsere Menschenrechte deshalb nicht anrühren. Das finde ich ganz zentral, weil alles andere ist ein Einknicken vor den Terroristen. Das hast du gestern damit auf den Punsch. Ja, damit auf den Punsch. Nein, ich finde es ganz wichtig, dass man es nicht ändert, dass man weiter auf den Weihnachtsmarkt geht sowieso, ja, aber auch politisch. Ja, dass wir jetzt nicht sagen, wir hauen alles zusammen, machen alles kaputt. Was sozusagen, ich meine, man muss sich wirklich fragen, was greifen diese Terroristen denn an? Die greifen genau das an. Ihr größter Horror ist eine liberale, offene Demokratie. Das ist ihr größter Horror. Und ich finde, dass wir da ganz, ganz stark sein müssen und uns auf diese Werte besinnen. Ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass wir da einen Konsens haben in der Runde, aber ich finde sozusagen alles andere ist wirklich einschüchtern lassen. Und was ich auch ganz zentral finde, man muss politisch auch mit einer Besonnenheit darauf reagieren. Weil, ich meine, wie gesagt, die wollen Angst, die wollen Terror im Kopf sozusagen, die wollen echten Terror auslösen und ich sage, man muss mit einer Besonnenheit darauf reagieren und ihnen sozusagen in Wirklichkeit jeder, der da noch mehr Angst macht, der noch mehr Stress macht, der noch sozusagen das befeuert, macht im Endeffekt genau das, was die Terroristen wollen. Und ich will ihnen gar keinen Gefallen machen. Astin Heller-Bassi, deine Partei, also die ÖVP, ist ja in den letzten Tagen auch schon davor doch sehr scharf auch in der Flüchtlingsfrage aufgetreten. Also Innenminister Sobotka zum Beispiel gerade gestern hat gesagt, okay, man muss jetzt wirklich diese Flüchtlings- und Asyllinie überdenken. Es kann nicht sein, beispielsweise, dass man Personen
die keinen Asylstatus in Österreich beispielsweise bekommen, nicht abschieben kann, nur weil sie keine Papiere haben und man nicht weiß, welchem Staat sie im Endeffekt zugehörig sind. Was braucht es denn für konkrete Änderungen in der Asylpolitik? Weil es wird immer viel geredet, es muss was passieren, aber was muss denn konkret passieren? Ich glaube, was es ganz zu Beginn einmal braucht, ist einen verstärkten Schutz unserer Außengrenzen. Wir müssen definitiv kontrollieren, wer nach Europa kommt, wer nach Österreich kommt. Da sollten wir wissen, wer sind die, woher kommen die und aus welchem Grund kommen die. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, neben diesen tragischen Opfern von Verfolgung, Terror, Totschlag, Attentaten, die, und das ist, glaube ich, unsere Pflicht auch als Europäer und Österreicher, dass wir da menschlich sind, denen zu helfen, die unseren Schutz brauchen. Neben denen kommen auch viele mit anderen Hintergründen, die entweder sich wirtschaftlich verbessern wollen oder die teilweise eben auch mit der Intention, unsere Gesellschaft zu spalten oder zu zerstören. Und da brauchen wir mehr Kommunikation innerhalb der Europäischen Union, was den Austausch von Daten angeht, eben einen klaren Schutz der Grenzen. Und wir brauchen auch, und ich glaube, da müssen wir wirklich über viele bisherige Tabus einmal nachdenken, Konsequenzen für zum Beispiel Menschen, die zu uns kommen und dann untertauchen. Viele von denen, und das wissen wir immer dann, wenn so ein Anschlag oder so eine Tragödie passiert, wie jetzt in Berlin, dass dann offensichtlich Ausweise nicht da waren, deswegen nicht ausweisen hat können, dann tauchen wieder Ausweise auf. Das heißt, das wird ganz bewusst von Leuten, die hier mit einer terroristischen Zielsetzung nach Europa kommen, werden mit all diesen Möglichkeiten gespielt. Die wissen ganz genau, wie die Gesetzeslage ist und versuchen dort die Lücken zu nehmen. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich glaube, es ist die Zeit, darüber nachzudenken, ob wir eben nicht auch Möglichkeiten schaffen, dass Leute, die beispielsweise sich nicht ausweisen können, wo man auch nachweisen kann, dass sie nicht aus einem Kriegsgebiet beispielsweise kommen, dass man die auch wieder zurückweist. Und aus genau demselben Grund ist es so wichtig, diese Forderung von Sebastian Kurz beispielsweise Auffanglager zu haben, Leute, die zum Beispiel über das Meer zu uns kommen, auch wieder zurückzuführen in die Länder und dort über einen geregelten Weg die Möglichkeit, um Asyl anzusuchen, zu schaffen. Weil dann kommen diese Menschen gar nicht zu uns ins Land, nämlich diejenigen, die den Schutz nicht brauchen, sondern die unsere Gesellschaft, unsere Werte in Frage stellen und zerstören wollen. Jetzt haben wir gerade diese Auffanglager, die Sebastian Kurz gefordert hat, auch für viel politische, sage ich einmal, für viel politisches Aufsehen. Ja. Gesorgt. Da gab es auch Kritik von eurer Seite. Ja, ich bin auch ziemlich überrascht. Diese Lager sind ja dann nachher auch quasi offiziell fast verboten worden. Man hat gesagt, sie sind menschenunwürdig und dass man jetzt hier sitzt und einen Vorschlag verteidigt mit, ja, der Sebastian Kurz hat einen guten Vorschlag gemacht, der danach verboten worden ist. Ja, nein. Ich denke, sie haben auf das, also du hast auf das australische Modell angesprochen, also diese Insel. Einen Vorschlag verbieten. Bitte? Ein Vorschlag kann man ja gar nicht verbieten, ist ja gar nein, nicht umgesetzt es, gewesen. Nein, aber es ist umgesetzt worden in Australien und dort sind Menschen zusammengepfercht worden auf irgendwelche Inseln, das einfach nicht mehr menschenwürdig war. Und ich glaube, die Menschenwürde wird ja doch noch was sein, wo niemand irgendwie widersprechen kann. Ich glaube, das ist natürlich so. Das stimmt natürlich, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Aber wenn wir uns das australische Modell ansehen, dann müssen wir dort festmachen, dass es dort keinen einzigen Toten gegeben hat in den letzten Jahren, weil keine Leute mehr aufgebrochen sind, um dann einen schrecklichen Ertrinkungstod zu finden. Beim europäischen Modell haben wir jetzt die Situation, dass irrsinnig viele Leute in furchtbar unsichere Kleinstboote steigen, versuchen so übers Meer zu kommen und dann ertrinken. Also hier müsste man doch im Vorfeld kommunizieren, auf diesem Weg ist es nicht sicher, auf diesem Weg kann man nicht kommen. Hier die Leute dieser Gefahr auszusetzen, ist ja wirklich zynisch fast. Und dann zu sagen, wir wollen vor Ort keine Stellen einrichten. Also das finde ich wirklich in jeder Hinsicht falsch. Nach dieser Logik ich wollte erstens sagen, das ist fast schon lächerlich, wenn man sich anschaut, wo Australien liegt, wie sehr die Weiten des Meeres das sind. Natürlich kann man sich da nicht in ein Schlauchboot setzen. Es wird auch nicht gehen, damit untergehen. Und ich will nur sagen, dass es eben ein Unterschied ist, ob der Weg nach Europa einer ist, der so kurz ist, dass man sich in ein Schlauchboot setzen kann, weil wenn man verzweifelt genug ist, wenn man Angst um sein Leben hat, ja, dann wird man sich auf dieses Schlauchboot setzen, wenn es die einzige Rettung bedeutet. Jetzt will ich nicht, dass Menschen sich in dieses Schlauchboot überhaupt setzen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie untergehen,
ist hoch. Das heißt, ich bin ja dafür, dass man vor Ort Möglichkeiten schafft, dass diese Menschen sicher unterkommen können. Da sind wir uns ja alle einig. Aber dann muss man auch vor Ort die Gelder investieren. Also wir haben zum Beispiel, das war ja unglaublich, wir haben diesen Krieg zugeschaut. Das ist ja nicht das erste Kriegsjahr. Wir sind im 5. oder im 6. Kriegsjahr in Syrien. Und wir haben das alle kommen sehen. Und das ist wie jeder, wie so eine Flucht typisch abläuft. Zuerst flüchtet man in sichere Teile des Landes. Also man geht ja nicht sofort nach Europa, sondern man versucht ja mal vor Ort sicher unterzukommen. Aber wenn es dann im Libanon beispielsweise Flüchtlingslager gibt, wo schon hunderte, tausende Menschen zusammenwohnen und dort dann das Wasser einbricht. Also dort ist die Wasserversorgung ist eingebrochen. Die Leute haben kein Wasser mehr gehabt. Das war klar, wenn sie dort bleiben, werden sie verdursten. Es ist klar, dass sie sich auf den Weg machen müssen. Also für mich ist es klar, wenn ich in einem Lager bin, wo ich weiß, ich habe kein Wasser, werde ich gehen. Wirst du auch gehen. Ist ja eigentlich und eine Kritik an der eigenen Partei nein, dann. Nein, auch. Ja. Aber es geht vor allem auch weil darum, dass man... Rote, ja, ich habe auch kein Problem, Regierung. Meine eigene Partei zu kritisieren, mache das öfter. Ich weiß, aber die Frage ist halt, warum man dann diese Gelder in diese Länder nicht erhöht. Und da will ich schon noch kurz auch meine Partei, aber auch Sebastian Kurz angreifen, der sich immer hinstellt als Verteidiger der Flüchtlingspolitik. Aber nicht, wieder auch für Syrien. Aber die Gelder, die eigentlich versprochen sind, werden nicht gezahlt. Von Österreich wird sehr viel Geld gezahlt für Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist... Kann sich ja jeder Zuseher zu Hause jetzt googeln. Bitte alle, die das gerade gehört haben, googeln, wie viel es sein sollte und schauen sich an, wie viel es in Wirklichkeit ist. Sehr gerne. Ich glaube, wir zahlen da sehr viel. Und ich glaube, was man auch sagen muss, ist, wenn wir hier noch Milliarden hinstecken, werden wir das Problem damit nicht lösen. Und das Problem ist, dass jetzt Menschen sich auf den Weg machen, dabei sterben. Und ich glaube, unser Ziel muss sein, eine Möglichkeit zu schaffen, möglichst nahe an den Krisenregionen, wo man um Asyl ansuchen kann. Dann können wir auch, und ich glaube, das könnten wir auch proaktiv fordern, dass dann die Leute sicher herübergebracht werden zu uns, diejenigen, die es brauchen. Und viele, viele andere, die es nicht brauchen, die nicht vor Mord und Totschlag verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müssen, die werden dann nicht nach Europa kommen können. Ja, aber super, können. Dann richten genau wir die Möglichkeit ein, dass man in den Ländern um Asyl anfragen ausreden, kann. Bitte, lass mich kurz ausreden. Und weil du vorher die Flüchtlingslager angesprochen hast, wir haben in Jordanien die Situation, dass dort mehrere Millionen Flüchtlinge sind. Wir haben in Griechenland und in Italien Zustände, die natürlich nicht unseren Vorstellungen von Menschenwürde entsprechen. Aber wenn sich Millionen Menschen auf den Weg machen und vor dem Krieg flüchten, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass einmal für Nahrung, für ein Dach über dem Kopf, für medizinische Versorgung gesorgt wird. Und genau das ist der Vorschlag gewesen, nicht die Leute irgendwo einzupferchen und menschenunwürdig zu behandeln, sondern im Gegenteil, möglichst nahe am Krisenherd Möglichkeiten zu schaffen, um die Leute zu versorgen, diejenigen, die den Schutz brauchen, auch nach Europa zu bringen und eine unkontrollierte Zuwanderung zu verhindern. Ist niemand dafür. Entschuldigung, ich weiß, ich habe jetzt schon gesprochen. Kurz unterbrechen. Nein, wir müssen nämlich kurz in die Werbung gehen und dann sind wir gleich wieder zurück und dann diskutieren wir weiter. Bis gleich. OE24 TV präsentiert das Duell der Jungpolitiker mit Julia Herr, Astin El-Habassi, Julian Schmidt, Maximilian Kraus und Claudia Gammon. Durch die Sendung führt OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Ja, willkommen zurück bei einer spannenden Diskussionsrunde. Es war schon im ersten Teil, ist es hitzig hergegangen. Wir steigen noch einmal ein mit dem Thema, das uns im ersten Teil auch beschäftigt hat, nämlich Asylpolitik, kommen aber nach Österreich jetzt. Ich würde gern in dem Fall mit Julian Schmidt beginnen. Es wurde sehr viel auch in diesem letzten Jahr über die Obergrenze diskutiert in Österreich, die wir ja jetzt, oder sozusagen die jetzt nicht zum Tragen kommt heuer. Brauchen wir in Österreich eine Asylobergrenze? Also ich finde, das Zentrale wäre, dass die Europäische Union endlich dass wir es schaffen, dass die europäischen Staaten miteinander zusammenarbeiten und wir sozusagen Flüchtlinge so verteilen, die Erstaufnahme, dass das alles gut handelbar ist. Ja? Und ich meine, punkto Obergrenze ist sozusagen... Schauen Sie, es kommt ein bisschen darauf an, was zum Beispiel die zuständigen Hilfsorganisationen, Caritas, Volkshilfe und so weiter, was sozusagen da der Status quo eigentlich ist und sozusagen ob die Probleme sehen in der Unterbringung oder nicht. Ja? Also meiner Meinung nach sind das die Expertinnen und Experten, die wirklich wissen, wo gerade die Grenzen sind und die sagen, das geht. Aber das heißt, es würde keine gesetzliche Obergrenze brauchen? Du kannst halt Menschenrechte nicht gesetzlich einfach limitieren. Ja. Ja, ich finde, dass sozusagen Europa sich auf seine Werte besinnen muss, dass wir sozusagen wirklich um dieses Europa, gerade wir Junge, sozusagen wirklich kämpfen müssen im Moment.
und dass wir uns darauf besinnen müssen, was uns ausmacht. Und das ist zum Beispiel, dass die Staaten kooperieren und nicht gegeneinander die ganze Zeit kämpfen. Ich meine, das macht keinen Sinn. Ja? So kommen wir sicher nicht weiter. Weil einsam sozusagen wird, das ist nicht nur die Migrationskrise. Wir haben Klimawandel, das werden wir auch noch gemeinsam lösen. Wir haben eine Digitalisierung. Ich meine, das sind keine Fragen, die nationalstaatlich lösbar sind, sondern wo wir wirklich uns überlegen müssen, wo wir zusammenarbeiten müssen als Staaten. Und da finde ich, ist Europa eigentlich die große Frage. Also keine gesetzliche Obergrenze. Ja. Wie ist die Position der NEOS dazu, beziehungsweise wie ist die Position von Claudia Gamon dazu? Ja, also ich sehe das auf mehreren Ebenen kritisch. Das ist einerseits genau das, was der Julian eh schon gesagt hat, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Es hat ja auch schon genügend Verfassungsjuristen gegeben, die auch gesagt haben, dass die Regelung nicht gilt. Das ist verfassungsrechtlich nicht möglich, weil es menschenrechtlich nicht möglich ist. Man kann auf Menschenrechte keine Obergrenze setzen. Jetzt kommt noch dazu, dass ich es einfach absurd finde, dass das politisch verhandelt worden ist von Menschen, die nicht einmal sagen können, was sind eigentlich die Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass das Asylwesen schon innerhalb Europas so aufgesplittet ist und undurchsichtig und unübersichtlich, sondern auch schon in Österreich. Wir haben ein Föderalismusproblem, dass hier nicht der Bund für alles zuständig ist, sondern wir von den Leistungen her, von der Unterbringung her und so weiter eine extrem zersplitterte Kompetenzverteilung haben. Was schon sinnvoll ist, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Schutzsuchende auch in der ganzen Europäischen Union so verteilen kann, dass es für alle Mitgliedsländer, und ich will jetzt nicht sagen verkraftbar, sondern handelbar ist. Da geht es darum, dass jeder Mitgliedstaat Ressourcen hat und auch beschränkte Ressourcen hat. Und es ist einfach unsinnig ist, dass einige Länder wie Deutschland, Österreich, Schweden einen Großteil der Leute aufnehmen, weil es ja auch für die eine Zumutung ist. Wir haben ja auch begrenzte Ressourcen, was Integration betrifft. Aber es gibt sehr viele Länder, die sehr wohl noch Kapazitäten hätten, um Menschen aufzunehmen. Und das hilft der ganzen Europäischen Union, das hilft auch uns und das hilft auch den Leuten, die man integrieren will in Europa, denen man europäische Werte auch zeigen möchte. Und da merkt man halt wieder, dass diese Diskussion über Obergrenzen, genauso wie über Burka-Verbote oder andere Dinge, halt sehr viel Symbolpolitik sind. Man versucht sich Dinge herauszusuchen, die medial gut funktionieren, um zu zeigen, ja, man tut etwas, das sind dann die starken Männer, die lösen das Problem schon, wobei es nichts damit zu tun hat, echte Kompetenzen in der Problemlösung in diesen Fragen wirklich an den Tag zu legen. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig ärgert. Weil es hilft keinem Schutzsuchenden, genauso wie es niemandem hilft, der im österreichischen Asylwesen zuständig ist und dort arbeitet, genauso wie es keinem einzigen österreichischen Bürger etwas hilft, wenn die Politik jetzt beschließt, wir haben eine Obergrenze, die nichts wirkt, die wahrscheinlich nicht gilt, die unrechtens ist, was hat das geholfen? Gar nichts. Und das ist ein Versagen der Politik, was ich schon gar nicht mehr aushalte. Maximilian Kraus will unbedingt was drauf sagen. Ich glaube, dieses Beschwören einer europäischen Lösung, das ist schön, das klingt auch gut, das hätten wir alle gern. Aber de facto sehen wir, dass es diese europäische, es kommt darauf an, wie sie aussieht. De facto gibt es diese Europäische Union, diese Lösung der Europäischen Union seit Jahren nicht. De facto erleben wir, dass man von einem Gipfel zum anderen geht, das eine Land sagt das, das andere Land sagt das. Es wäre schön, wenn wir die Außengrenzen endlich schützen würden. Ich finde es auch gut, wenn die ÖVP das jetzt zumindest sagt, dass sie das gerne tun würde. Allerdings ist es in den letzten Jahren de facto einfach nicht passiert. Und bis die Europäische Union in der Lage ist, diese Grenzen an den europäischen Außengrenzen zu schützen, wäre es die Pflicht der österreichischen Bundesregierung, einmal die eigenen Grenzen als ersten Schritt ab morgen am besten zu schützen und sicherzustellen, dass man registriert, wer kommt und ob die Leute, die kommen, überhaupt ein Asylrecht haben. Das passiert ja nicht. Als zweiten Schritt müssen wir mal beschleunigen die Asylverfahren. Wir haben die Situation, dass die Jahre dauern, dass die durch x Instanzen gehen, die viel zu lange dauern und dass man hier nicht zu Ergebnissen kommt, dass das Ganze sich hinauszögert, dass es eine Zumutung ist für alle Beteiligten und dass hier in der Konsequenz, auch wenn negative Asylbescheide erfolgen und wenn unabhängige Gerichte feststellen, dass Leute keinen Aufenthaltstitel haben, weil kein Asylrecht vorliegt, dass die nicht abgeschoben werden, dass da nichts passiert, dass die Urteile der Gerichte nicht vollzogen werden, dass man sagt, quasi jeder, der kommt und der nicht freiwillig geht, der kann bleiben. Und das kann ein Rechtsstaat nicht tun. Hier muss der Rechtsstaat sicherstellen, dass die tausenden negativen Asylbescheide, die es gibt, auch tatsächlich vollzogen werden. Ich glaube, immer wieder hört man von Fällen, wo Leute kriminell werden, obwohl sie eigentlich mehr gar nicht im Land sein dürften. Ich frage mich, wie gibt's das? Hat sich der Rechtsstaat da völlig aufgegeben? Da gibt es furchtbare Delikte von Leuten, die gar nicht hier sein dürften. Das darf doch nicht der Fall sein. Die Leute, die von einem unabhängigen Gericht als negativ beschieden wurden, die müssen das Land auch zu verlassen haben. Und hier ist die Bundesregierung am Zug, das endlich sicherzustellen.
Julian Schmidt will das. Ich würde nur gern, weil sozusagen du gemeint hast, Maximilian, dass die europäische Lösung sozusagen schön wäre und gut und so weiter. Die Frage ist für mich, was tut die Freiheitliche Partei dafür, dass die europäische Lösung sozusagen kommt? Was tut ihr dafür? Habt ihr das dem Orban zum Beispiel schon einmal ausgerichtet, eurem Freund sozusagen? Habt ihr dem schon mal ausgerichtet, dass er österreichische Flüchtlinge nehmen soll? Weil ich meine, das würde ja eine Senkung der Flüchtlingszahlen für Österreich bedeuten. Also würde ich total gern wissen, was die Freiheitliche Partei genau für Europa sozusagen, ihr seid ja neuerdings irgendwie auch dafür. Ja, ich würde ja gerne wissen, was ihr da jetzt wirklich wenn macht. Du zuhörst, sage ich es dir. Also man muss schon unabhängig feststellen, dass Viktor Orban, der ja auch auf europäischer Ebene in einer gemeinsamen Partei mit der ÖVP ist, also ganz so schlimm, glaube ich, und nur in der FPÖ umzuhängen als böses Mantra, glaube ich, funktioniert nicht. Allerdings muss man sagen, dass Viktor Orban als eigentlich einziger Regierungschef in Europa gültiges Recht vollzogen hat, weil es ist ja auch jetzt so, dass die Außengrenze geschützt werden müsste. Und Orban hat eine EU-Außengrenze und er hat sie geschützt. Er hat als einziger das getan, wozu ihn die Gesetzgebung, zu der sich alle Länder verpflichtet haben und auf die man sich freiwillig geeinigt hat, verpflichtet hat. Er hat die Grenze geschützt. Du hast ihn ins Spiel gebracht. Ich antworte dir. Und ja, was tun wir? Unsere europäische Lösung würde so aussehen, dass man die Außengrenzen schützt, dass man bereits dann feststellt, wer kommen kann und wer nicht kommen kann. Das wäre eine gemeinsame europäische Lösung, auch wir dafür werden und wo wir uns natürlich nicht dagegen verwehren. Aber solange das nicht passiert und solange man nur streitet auf EU-Ebene, solange muss in Österreich die eigene Politik einmal endlich das Zepter in die Hand nehmen und schauen, dass was weitergeht. Genau, Julia Herwold. Ja. Also, dass da jetzt Orban gelobt wird, habe ich wirklich nicht damit gerechnet, wie da heute hergekommen bin. Ich meine, mit der Demokratie hat das halt nicht so, aber ist ja wurscht. Er schützt die Grenzen, ich weiß, der ist super. Er hat mehr als 50%. Ja, Orban ist super. Er hat mehr als 50% der Ungarn hinter sich. Sei denn, du bist Roma und Sinti, dann hast du ein Problem in Ungarn, aber ist egal. Was ich gerne sagen würde, ist, und ich weiß, dass wir sehr gerne in diesem Land über die Asylpolitik und über Flüchtlinge diskutieren, aber wenn wir darüber reden, wie stark sind unsere Kapazitäten und wie können wir uns das leisten oder können wir uns das nicht leisten, würde ich schon gerne gegenüberstellen, die Kosten, die uns Kriegsflüchtlinge gekostet haben, gegenüber Kosten, die uns Steuerflüchtlinge kosten, nämlich jedes Jahr. Wir wissen, dass Starbucks beispielsweise in einem Jahr in Österreich bei Millionen Gewinne 800 Euro Steuern gezahlt hat. Das ist so, wie wenn ein normaler Durchschnittsbürger in Österreich einen Cent Steuern zahlen würde. Über das redet aber niemand in dem Land. Ja, wir kommen jetzt bald dazu, dass 2016 endet. Die Flüchtlingskatastrophe haben wir monatelang bespielt. Panama Papers, wer sich daran erinnern kann, ein unglaublicher Skandal. Es ist wieder freigelegt worden, wie viel Steuerhinterziehung passiert. Das war vielleicht 3 Tage in die Medien, dann war es wieder vorbei. Das heißt, wenn man sich halt anschaut, wie diese Kosten, wenn man sie gegenüberstellen würde, das ist das 50-mal so viel Geld entgeht uns durch die Steuerflucht, wie was uns Kriegsflüchtlinge gekostet haben. Doch, das ist de facto der Fall. Man kann sich das ja anschauen, McDonald's zum Beispiel, auch so ein großer internationaler Konzern, der macht zwar in Österreich Verdienst, hat sicher einen Beitrag für die Realwirtschaft, zahlt aber seine Steuern trotzdem in Luxemburg, weil dort sind sie weniger. Das ist zum Beispiel ein Problem, das die Europäische Union auch angehen müsste. Es ist nämlich eine unglaubliche Katastrophe, dass sie quasi große internationale Konzerne nicht das Geld in dem Land versteuern müssen, wo es tatsächlich erwirtschaftet wird, sondern sie das Land aussuchen, wo sie am wenigsten Steuern zahlen. Ist das jetzt Malta oder Irland oder Luxemburg? Auch Apple, ja? Apple zahlt in Irland die Steuern oder eigentlich auch nicht, weil die Iren sagen, nein, wir wollen euch ja Geld nicht. Also das ist eigentlich ein wahres Problem, dass wir über diese Wirtschaftsflüchtlinge im Sinn von die Leute kommen, weil sie verhungern, ja, die verteufeln wir. Aber Steuerflüchtlinge, die ihr Geld auf irgendwelche Cayman Islands packen, nicht so stark für Aufregung in Österreich gesorgt haben. Das hat mich ein bisschen schockiert. Also ich muss jetzt da schon mal was dazu sagen. Ich meine, abgesehen davon, dass diese Diskussion jetzt ein bisschen in Äpfel und Birnen miteinander vergleichen abdriftet, würde ich da gerne ein paar Dinge klarstellen. Also erstens haben wir im Rahmen der Steuerreform ganz klar hier verschärfte Regelungen, um genau solche Steuerhinterziehungen und Abfluss von eigentlich zu zahlenden Steuergeldern sehr viel getan mit dem letzten Steuerreformpaket in diese Richtung, um das zu verbessern. Aber worüber wir eigentlich reden, ist das Thema Obergrenze und auch da sind wieder ein paar Dinge gesagt worden, die einfach richtig zu stellen sind. Wenn du sagst, dass viele, die gar keinen Asylbescheid haben, einfach untertauchen, dann ist das richtig. Aber es ist nicht richtig, dass alle von denen einfach sich frei hier aufhalten können und nicht abgeschoben werden, nicht, wenn es eine Abschiebung möglich ist. Viele. Und ich glaube,
das ist der Punkt. Sehr viele werden auch abgeschoben und zurückgebracht. Und es gibt eben auch eine Gruppe, die einfach untertaucht und dann nicht mehr zu handhaben ist. Und das ist, glaube ich, genau da, wo wir diesen Paradigmenwechsel brauchen, wo wir sagen, wir brauchen rechtliche Grundlagen. Und da müssen wir auch bereit sein, über so manche gesetzliche Grundlage, die wir jetzt haben, Menschenrechtskonvention und deren, die ja für ganz andere Voraussetzungen geschaffen wurden, auch zu hinterfragen, ob diese Dinge heutzutage in diesem Ausmaß noch da sind. Da meine ich nicht das Recht auf Menschenwürde und nicht das Recht auf Hilfe, wenn man verfolgt wird, sondern die Frage, wie schaut das aus? Und wenn man sich die gesetzliche Grundlage anschaut, ja, dann ist es nicht so, dass man in Österreich aufgrund der Menschenrechtskonvention Asyl bekommt, es sei denn, man kommt aus einem unsicheren Drittstaat. Ja, und das heißt, in Österreich kann man gar nicht aus einem unsicheren Drittstaat direkt hergelangen, außer man kommt aus dem Ausland mit dem Flugzeug. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das in dieser Diskussion bringt. Und warum brauchen wir jetzt eine Obergrenze? Warum brauchen wir eine Obergrenze? Da geht es nicht um Symbolpolitik, sondern da geht es darum, der Staat und die Polizei, das Militär, wer auch immer, können nur auf grundrechtlicher Grundlagen arbeiten. Und wir müssen einen Schritt weitergehen. In Regierungsverantwortung auch überlegen, was sind die Folgen von gewissen Dingen. Und das heißt, wenn wir jetzt unkontrolliert Flüchtlinge aufnehmen in Österreich, ja, wo wir auch viele andere Länder in Europa dieser Verantwortung nachkommen könnten, dann haben wir vielleicht denen kurzfristig eine Notunterkunft mit einem Bett, was zu essen und zu trinken gegeben. Was wir aber nicht weiterdenken, ist dann, wie können wir diese Menschen, die keine Zukunft mehr haben in ihrem Herkunftsland, und darüber müssen wir auch sprechen, dann in unsere Gesellschaft integrieren, denen eine Zukunft, wo sie dann auch zur Schule gehen, eine Arbeit finden, Teil der Gesellschaft, Steuerzahler werden und damit auch wieder was zurückgeben. Das alles ist nur möglich, wenn die Zahl der Menschen, die zu uns kommt, in einem gewissen und mit unseren Kapazitäten übereinstimmt, mit den Möglichkeiten. Wo soll diese Obergrenze sein? Ja, so wie wir sie jetzt festgelegt haben mit 37.500, das ist, glaube ich, eine realistische Zahl, die sich darin... Nicht niedriger, weil ja auch immer, also zuletzt ja auch aus der ÖVP immer wieder... zumindest aus gewissen Ecken gekommen ist, dass die durchaus auch niedriger sein könnte. Sie kann dann niedriger sein, wenn sich herausstellt, dass beispielsweise die Kapazitäten unserer Hilfsorganisationen, die Betten, die Möglichkeiten, dann Integrationsplätze in der Schule zu schaffen, die entsprechende Deutschkurse und so weiter und so fort nicht zur Verfügung stellen. Dann muss man auch darüber reden, ob diese Zahl geringer wird. Aber die Grundlage ist zu sagen, okay, nehmen wir die Dinge so, wie sie kommen, denken Sie wir auch weiter. Und schaffen wir nicht einfach unser nächstes Problem, nämlich dann eine gescheiterte Integration, weil wir jetzt von Symbolpolitik reden und am liebsten alle Millionen Menschen, die in der Welt auf der Flucht sind, zu uns aufnehmen. Das ist einfach nicht realistisch. Hat das schon jemals wer gesagt, wir wollen alle Millionen Menschen aufnehmen? Das jemals irgendwer gesagt? Die Obergrenze ist ja nicht dazu da, Leuten nicht zu helfen, sondern die Obergrenze, da darf ich vielleicht aussprechen, die Obergrenze ist dazu da, vernünftige Politik zu machen, die sich an unseren Kapazitäten, Leuten wirklich zu helfen, langfristig sie auch in unsere Gesellschaft zu integrieren, weil sie es notwendig haben, zu schaffen und nichts anderes. Claudia Gammann will, glaube ich, auch was zu dem Thema sagen. Ja, also zum Beispiel, wir tun noch viel zu wenig erklären, was jetzt die Rechtslage wirklich ist. Zum Beispiel, was ist denn das Recht auf Asyl oder die Menschenrechtskonvention und was hat das mit diesem Wort sicherer Drittstaat zu tun? Die Rechtslage ist eben folgende, dass Asyl so funktioniert und die Menschenrechtskonvention so funktioniert, dass wenn jemand sagt, ich würde gerne um Asyl ansuchen, dass er das Recht auf ein Verfahren hat. Dublin 2 hat damit gar nichts zu tun, sondern Dublin 2 regelt danach, dass wen kontrolliert wird, wo kommt er her, dass danach laut europäischen Regelungen gesagt werden kann, dass wenn der aus einem sicheren Drittstaat kommt, dass sein Verfahren dann dort stattfinden muss. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist etwas, was immer wieder vermischt wird, weil wir uns wahrscheinlich politisch zu faul sind, diese Dinge auch klar zu erklären. Und woher kommt die Menschenrechtskonvention? Die ist... Oder sagen wir vor allem die Flüchtlingskonvention, das sind ja Regelungen, die zum Beispiel geschaffen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es auch für jüdische Flüchtlinge nicht möglich war, um Asyl anzusuchen, weil es diese Regelungen nicht gegeben hat. Und ich halte es für falsch, dann im Nachhinein zu sagen, na, heute sind die Gegebenheiten anders. Eben eigentlich nicht. Es geht nämlich immer um Krieg. Es geht um Krieg, um Verfolgung, Menschen, die davor flüchten und dass wir uns gemeinsam als Weltgemeinschaft einmal Regelungen gegeben haben, was passiert in diesem Fall, wenn so etwas passiert, wenn Menschen flüchten möchten. Aber auch in anderen Ländern. Wir haben das jetzt vorher alle zusammen ausdiskutiert, dass wenn man in einem Lager, zuerst flieht man im eigenen Land, dann flieht man in das Nachbarland und wenn dort
es unmöglich ist zu leben, weil die Zustände in Lagern so sind. Also das muss man sich ja mal anschauen, wie die Zustände in Flüchtlingslagern in Jordanien oder im Libanon sind. Wir dürften den noch nicht einmal nach Griechenland oder Italien zurückabschieben. Ja, aber das ist was anderes. Aber Entschuldigung, dann haben wir wieder ein Problem der europäischen Politik. Na, aber und da muss man realistisch sein. Es ist nicht möglich, dass Flüchtlinge auf einem Militärbett schlafen beispielsweise. Astin, du redest dann immer davon, dann müssen wir halt legale Wege schaffen. Genau. Warum schaffen wir dann keine legalen Wege? Botschaftsasyl gibt es immer noch nicht. Es gibt keine legalen Wege zu fliehen. Es bringt einfach nichts, wenn wir diese Debatte so führen, dass man sagt, na, wir haben ja eher andere Lösungen, aber die sind nicht da und die will man auch nicht schaffen. Und das finde ich verantwortungslose Politik. Weil wenn man diese legalen Wege schaffen will, dann warte ich darauf, dass Sebastian Kurz den Vorschlag macht und das auch umgesetzt wird. Aber wird das umgesetzt? Ja, danach sagt man dann wieder, okay, gut, das können wir nicht, das muss man europäisch lösen. Nein. Aber dann beißt sich die Katze in den Schwanz und wir können sowieso nichts machen. Das ist hoffentlich nicht die politische Antwort. Aber was ist genau das Problem? Du hast das selber angesprochen. Wir haben gesetzliche Grundlagen auf europäischer Ebene, die einfach derzeit nicht dort greifen, wo wir haben. Wir müssen uns immer, wenn wir uns auf das Recht beziehen, hinausreden, auf irgendwelche Lösungen, die wir dann gemeinsam erstreiten müssen. Und wir haben de facto eine Europäische Union, die nicht mehr in erster Linie eine Union ist, sondern in Wahrheit mittlerweile wieder sehr stark die verschiedenen nationalen Interessen. Gutes Stichwort, sorry. Wir kommen nach einer kurzen Pause zurück und dann würde ich gerne über die Europapolitik reden und auch was sozusagen die Meinung der Jungpolitiker zu Europa ist und was man tun kann, um dieses Europa vielleicht zu verbessern. UE24 TV präsentiert das Duell der Jungpolitiker mit Julia Herr, Astin El-Habassi, Julian Schmidt, Maximilian Kraus und Claudia Gammon. Durch die Sendung führt UE24-Chefredakteur Niki Fellner. Willkommen zurück bei UE24 TV. Zu Gast bei uns heute die Vertreter der 5 größten Nationalratsparteien, die Jungpolitiker dieser 5 Nationalratsparteien. Ich würde gern diese nächste Runde einem Thema widmen, das, glaube ich, viele junge Menschen beschäftigt, das auch ein großes Thema im Präsidentschaftswahlkampf war, der gerade hinter uns liegt, das Thema Europa. Würde vielleicht mit Julian Schmidt beginnen. Wir haben das Thema vorher schon kurz gestreift. Was braucht denn ein Europa aus Sicht der Jungen oder beziehungsweise auch der Grünen? Warum ist dieses Europa momentan so, bei vielen Menschen einfach nicht so gut angesehen und warum ist die EU, muss man doch sagen, auch in ganz breiten Teilen der Bevölkerung immer auch negativ besetzt? Ich meine, man muss ja sagen, die Europäische Union, das sind vor allem die Mitgliedstaaten, ja, das sind die einzelnen Staaten, die, und die Frage ist sozusagen, wie gehen diese Staaten, wie gehen wir miteinander um? Ja, das ist eigentlich wie im alltäglichen Leben. Ja, wie gehst du miteinander um, wenn du zusammen in einem Raum bist? Das Streiten, vertragst du oder sozusagen probierst du irgendwie gemeinsam was zu schaffen? Im Moment wird halt teilweise eher gestritten. Was du angesprochen hast, sozusagen, was das auch für unsere Generation heißt, das Spannende ist ja, wenn wir zum Beispiel den Brexit anschauen, die Abstimmung, da drüben war ein Großteil der Jungen dafür, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Ein großes Problem war, viele sind nicht wählen gegangen davon. Ja? Und du hast auch in Österreich, sind gerade unter Jungen, also jetzt haben wir auch bei der Präsidentschaftswahl gemerkt, ist das eben ein wichtiges Thema, dass wir uns dieses Europa nicht kaputt machen lassen wollen. Ja, weil das ist ja wirklich einerseits, ich meine jetzt gar nicht nur als Friedensprojekt, wie bitte? Nicht kaputt machen lassen wollen, von wem? Warum fühlst du dich da so angesprochen? Ich weiß, ja. Nein, einfach, es ist ja im Moment, wird an dem Europa herumgezerrt, das ist keine Frage. Also ich meine, du hast einerseits den Brexit, Großbritannien ist ausgetreten gerade aus der Europäischen Union. Das, also ich würde sagen, wäre ein Beweis dafür, dass da gerade der Frage Le Pen, sozusagen eine Partei, Kooperationspartnerin eh von euch, also hat gesagt, die Europäische Union muss zerstört werden. Also da gibt es natürlich Leute, die das zerstören wollen. Und das ist natürlich ein ganz historischer Punkt im Moment, wo es darum geht, wo unsere Generation, wo gerade wir Junge hinwollen. Und ich bin dafür, dass wir dieses Europa erstens schätzen und weiterentwickeln. Ja, weil ich glaube, ich habe es früher schon ein bisschen angeredet, ich glaube, dass die großen Zukunftsfragen, dass wir die sowieso nur gemeinsam lösen können. In Österreich ist das übrigens genauso wie in der Europäischen Union. Also wenn wir uns anschauen, wie wir die Wirtschaft zum Beispiel entwickeln wollen, ja? Also die Wirtschaft der Zukunft, dass wir sozusagen viele Arbeitsplätze, Beschäftigung sagen, dass wir schauen, dass wir den Planeten nicht weiter zerstören,
ja, was ja im Moment passiert, dass wir eben die Digitalisierung managen. Ich meine, das sind alles die Fragen von Krieg und Frieden. Das sind wirklich die Fragen, die kann nicht jeder allein für sich lösen. Ja? Mhm. Und das finde ich aber, da sollten gerade wir als junge Politiker und Politiker ist das erste Mal, dass wir einfach sagen, wir finden die Europäische Union die Idee gut. Und die Frage, über die wir diskutieren sollten, ist, wohin entwickeln wir es? Jetzt, du hast vorhin das Thema auch Steuerflucht angesprochen. Ja. Tut die EU zu wenig beim Thema Steuerflucht, Stichwort Luxemburg zum Beispiel? Ja, die EU tut zu wenig. Und wenn wir jetzt auch vorher gehört haben, es ist jetzt bei der letzten Steuerreform ein Versuch gestartet worden. Ich glaube eben, das ist gerade ein Problem, was man nicht auf österreichischer Ebene wird lösen können. Weil wenn ein Unternehmen einfach sagen kann, okay, in Österreich ist jetzt die Steuer 25%, in Malta ist sie 5%, ja, natürlich wird eventuell ein Unternehmen auswandern, weil es dort bessere Bedingungen gibt. Und das führt zu diesem Wettlauf nach unten. Man kann sich das ja anschauen in den letzten 10 Jahren. Es sind einfach immer weiter die Steuern gesenkt worden. Jeder hat versucht, die Unternehmen ins Land zu holen, aber es ist eine Spirale eben nach unten. Wieso einigt man sich nicht auf ein gewisses Level, sodass alle möglichst viele Steuern auch einheben können? Das heißt, was ist die Lösung, sozusagen ein einheitlicher Steuersatz? Oder? Nein, nicht nur einheitlicher Steuersatz, auch zum Beispiel einheitliche Richtlinien, wie Arbeit besteuert werden beispielsweise. Es ist derzeit schon so, dass verschiedene nationale Wirtschaften Gewinn durch Kosten von anderen Wirtschaften machen. Also man kann ja nicht, das ist derzeit eine Wirtschaftsunion, die Europäische Union, aber keine Sozialunion. Wie kann es sein, dass wir nach so langen Jahren europäische Integration es nicht schaffen, einheitliche Arbeitsstandards beispielsweise zu schaffen? Wir haben, sobald eine Bank krach geht, haben wir 50 verschiedene Krisengipfel und versuchen das irgendwie zu lösen. Wir beschäftigen uns aber nicht mit der Frage, wieso sind die Lohnniveaus so unterschiedlich. Ich komme zum Beispiel aus dem Burgenland. Im Burgenland wirst du nach österreichischen Kollektivverträgen bezahlt. In Ungarn ist die Situation eine ganz andere. Da sind die Löhne viel niedriger. Natürlich kommen Personen aus Ungarn nach Österreich, um hier zu arbeiten, weil sie verdienen besser. Was ist jetzt die Lösung? Wir können entweder sagen, ja okay, wir senken jetzt auch im Burgenland die Löhne, dann kommen die Personen aus Ungarn nicht mehr, nehmen uns die Jobs nicht mehr weg. Oder wir sagen, wir versuchen Löhne anzugleichen, ja, dass auch in Ungarn endlich die Löhne steigen, sodass es diese Arbeitsmigration auch nicht mehr gibt. Das ist ein unglaublich zentrales Problem im Burgenland, das muss man ansprechen. Und mein Wunsch ist nicht, hier Löhne zu senken, sondern mein Wunsch ist, dass auch Ungarn beispielsweise das Lohnniveau angehoben wird, dass es nicht so eine Arbeitsmigration weiterhin geben kann. Was sind wir für eine Europäische Union, wenn wir es nicht schaffen, einheitliche Standards für uns zu definieren, wenn wir es nicht schaffen, einheitliche arbeitsrechtliche Versicherungen zu schaffen, einheitliche Lohnniveaus zu schaffen. Natürlich, Deutschland, ja, man stellt sich immer hin und sagt, man ist der Exportweltmeister. Ja? Deutschland exportiert so viel, wir machen so viel Gewinn in Deutschland. Okay, aber warum kann Deutschland so viel exportieren? Weil es in Deutschland möglich ist, unglaublich billig zu produzieren, weil man dort einen sehr großen Niedriglohnsektor hat. Dann hat man mit Hartz IV hat man in Deutschland die Löhne ganz einfach gedruckt. Deutschland kann jetzt billig produzieren, produziert vielleicht billiger als Griechenland, weil in Griechenland Löhne höher sind. Somit wird unglaublich viel in Griechenland importiert, ja, eventuell aus Deutschland, aber somit geht in Griechenland die Wirtschaft ja krachen. Also das ist ja ein Wirtschaftskreislauf, der zusammenhängt, und wenn man hier nicht einheitliche Standards hat, kann das eine Land Gewinn auf Kosten des anderen Lands haben. Das ist jetzt alles sehr kompliziert vielleicht erklärt, das kann sein, aber es geht einfach darum, einheitliche Standards zu schaffen, und ich glaube, das muss jeden einleuchten. Und eben nicht nur für Banken, ja, die wir immer retten, das ist klar in der Europäischen Union, sondern auch, dass wir es eben einmal schaffen, Lohnniveaus mal zu stabilisieren. Claudia Gaun hat ganz heftig den Kopf vorgeschüttelt. Ja, es sind viele Dinge vermischt worden, und das sei der Julia auch unbenommen, diese Meinung zu haben. Sie ist ja auch Sozialistin. Ich bin der Meinung, dass das, was die Europäische Union am allerletzten braucht, ist noch mehr Sozialismus. Und weil zum Beispiel die Vorstellung, dass man Löhne einfach mit einem Hebel rauf oder runter geben kann, das ist extrem vereinfachend und zeigt auch die Problematik. Es klingt gut, aber es klingt, als ob der Staat solche Dinge einfach dir nichts von heute auf morgen ändern kann. Okay, also dann hören wir gleich auf. Also bitte hören wir auf, Dinge zu vermischen, die nichts miteinander zu tun haben. Wir sind nicht dafür, sondern aus guten Gründen. Wir sind deshalb nicht dafür, weil ich es auch für extrem wichtig finde, dass man auch in der Europäischen Union weiterhin die Möglichkeit hat, dass Staaten weiterhin die Möglichkeit haben, ihre eigene Steuerpolitik zu machen. Und man muss schon auch sagen, es gibt gute Gründe dafür, warum man auch Steuerwettbewerb hat, und ich halte es auch für wichtig zu erklären, was die Vorteile daran sind. Nämlich, dass es nicht dazu kommt, dass dann alle Staaten
glauben, dass es okay ist oder man sich gemeinsam auf europäischer Ebene dazu einigt, na gut, das funktioniert in Österreich super, besteuern wir den Faktor Arbeit einfach überall genau gleich hoch wie bei denen. Das wäre ja fatal, weil das führt nämlich dazu, dass auch Staaten keinen Anreiz mehr dazu haben, mit Steuergeld ordentlich zu wirtschaften. Das ist ja etwas, was wir in Österreich auch immer sehen und wie du vorher gesagt hast, scheinbar, dass die Steuern für Unternehmer immer gesenkt werden. Nein, in Österreich ganz sicher nicht. Ich glaube, da kannst du jeden Unternehmer in Österreich fragen. Das Einzige, was wir hier tun, ist die Leute auszunehmen wie eine Martini-Gans. Okay. Und zwar wirklich mit Gebühren, mit bürokratischen Hürden, mit neuen Regelungen, mit Steuern, vor allem mit Lohnnebenkosten, die dann nämlich dazu führen, dass sie weniger Leute anstellen können. Die Leute kosten Unternehmen zu viel und verdienen aber auch zu wenig. Und das ist etwas, was man sehr wohl mit Steuerpolitik lösen kann. Das zum Beispiel hat dann wiederum nichts mit europäischer Politik zu tun. Und das ist etwas, was ich vielleicht auf den Julian sagen möchte, ist, dass wir können gerne auch über Details reden, aber was ich nicht möchte, ist, dass man sagt, reden wir mal über unsere Vision. Nicht nur anzukündigen, sondern zu sagen, was ist die Vorstellung, die ich habe? Weil meiner Meinung nach sind die Kräfte in Europa, die proeuropäisch sind, viel zu still und sagen nicht, wo sie eigentlich hinwollen. Weil wir glauben, dass es gefährlich ist, auch europäische Visionen zu haben, wie zum Beispiel wir NEOS, die klar sagen, wir wollen eine europäische Republik, Vereinigte Staaten von Europa. Wir wollen mehr Europa, wir wollen diese Ever Closer Union, von der wir früher immer gesprochen haben. Wir möchten dahin. Weil ich bin schon sehr klar der Meinung, die Gegnerseite, die Europa aufbrechen will, die Europäische Union aufbrechen will, die haben schon eine Vision, wo sie hingehen wollen. Die zeigen das relativ klar auf, wo der Weg hingehen soll. Aber was macht die andere Seite? Ich finde, sie ist viel zu still. Wir können nicht nur über den Prozess reden. Wir müssen zu einem gemeinsamen Europa kommen. Reden wir, dass wir darüber reden. Das ist zu wenig. Ich bin dafür, dass auch proeuropäische Kräfte ein klares Bekenntnis zu solchen Fragen abgeben, wie europäische Armee, Vereinigte Staaten von Europa, mehr Zusammenarbeit, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und so weiter. Brauchen wir eine europäische Armee? Das war ja zum Beispiel ein Vorschlag von der EU. Also ja zur europäischen Armee. Das ist die komplette Selbstaufgabe der Politik, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, die Löhne heben, es ist so schwer, das kann die Politik nicht. Das ist die absolut hundertprozentige Selbstaufgabe. Wir definieren als Politiker, dass wir gerne hätten, dass Menschen genug zum Leben verdienen, einen guten Lohn haben. Das ist einmal prinzipiell, wenn man sich hinstellt und sagt, das ist so schwierig, das geht nicht. Es funktioniert schon. Man kann sich ja anschauen, wo gibt es Lohnsteigerungen, wo gibt es Lohnsenkungen. Aber ich glaube, es ist gut, dass du das ansprichst, du musst auch mal andere Leute reden lassen, nicht immer nur selber reden, sondern auch mal zuhören. Wenn hier jemand sitzt, der sagt, dass Steuerflucht kein Problem ist und McDonald's Franchise Europe über einen Zeitraum von 4 Jahren 1,4% Steuern zahlt. Und wenn hier jemand sitzt und sagt, das ist kein Problem, wenn McDonald's nur 1,4% Steuern zahlt, der hat offensichtlich niemand sagt, dass das kein Problem ist. Super, dann schauen wir uns an, wie man das lösen kann. Ich möchte noch kurz ein Interview geben mit der Presse. Du hast gesagt, Venezuela, du weißt das ja, das ist ein bisschen so das Vorbild. Ich glaube, wenn man letzte Woche die Medien verfolgt haben, dort ist nicht einmal mehr das Geld was wert. Die haben das Bargeld einstellen müssen. Und jetzt kommst du daher ein bisschen so mit der Retroversion vom Sozialismus. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich von gestern. Und wenn wir uns anschauen, wir sind da in Wien. Hier regiert die SPÖ, hier in Wien, schau, du redest sogar immer drein. Du hast gerade gesagt Showtime und dann redest du schon wieder drein. Aber ich glaube, wenn wir hier in Wien sind, schauen wir uns an, hier regiert die SPÖ seit über 50 Jahren. Hier müsste dann ja eigentlich sogar absolut fast die meiste Zeit, ein bisschen mit grüner Unterstützung jetzt noch, hier müsste dann ja eigentlich ein bisschen schon sozialistisches Paradies sein für alle Wienerinnen und Wiener. Hier müsste doch die Löhne gehoben sein, hier müsste es gut laufen. Wir haben hier in Wien die höchste Jugendarmut, die höchste Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Alles läuft schief hier in Wien. Die Belastungen sind auf Rekordniveau und du träumst hier irgendwie davon, dass dir noch immer nicht genug Regulierungen da sind. Ich komme gerne dazu. Gehen wir noch einmal zu Europa zurück. Ja. Was läuft denn schief in Europa? Die FPÖ kritisiert Europa ja auch oft. Wir kritisieren gewisse Entwicklungen in der Europäischen Union. Ja, und was läuft denn schief konkret? Ich glaube, das zentralste Problem, das die Europäische Union hat, ist, dass die Menschen in Entscheidungsprozesse nicht eingebunden werden. Wir haben auf lokaler Ebene die Situation, dass bei Bürgermeisterwahlen zum Beispiel
oft zwischen 80%, 90% und 100% Wahlbeteiligung ist, weil die Leute hier das Gefühl haben, dass sie etwas mitentscheiden können. Auf europäischer Ebene ist es in Österreich um die 50% und im europäischen Schnitt unter 40%. In manchen Ländern geht es auf 10% bis 15% runter Wahlbeteiligung, weil die Leute das Gefühl haben, dass es völlig egal ist, ob sie zu dieser EU-Wahl hingehen oder nicht, dass sich eh nichts ändert. Brüssel ist so weit weg, es ist völlig wurscht, was da passiert. Und das ist ein Eindruck, der fatal ist und der in manchen Dingen allerdings leider wirklich ein nachvollziehbarer ist. Weil wenn man erlebt, dass die Europäische Union so weit weg ist von den Bürgern, so weit weg ist von den Entscheidungen, die gewünscht werden und ständig nur am Drüberfahren ist und man überhaupt nicht einbezieht und versucht, die Leute mitbestimmen zu lassen, dann ist das das zentrale Problem. Ich glaube, hier könnte man gegensteuern mit dem Modell auch einer europaweiten direkten Demokratie, dass man die Leute befragt, wollt ihr das oder wollt ihr das und nicht, ihr könnt alle 5 Jahre einmal zu einer Wahl zum Europäischen Parlament gehen und dann ändert sich de facto eh nichts. Aber soll Österreich in der EU bleiben? Ja, also ich bin eigentlich ein großer Fan von der Grundidee der Europäischen Union. Ich glaube nur, dass die Entwicklungen... Also kein Exit. Von mir aus nicht, aber ich glaube, die Entwicklungen, wenn man einen Herrn Schulz sieht oder einen Herrn Juncker, die ja für all diese Fehlentwicklungen verantwortlich sind, und da gebe ich dir recht, dass das ein Wahnsinn ist, dass diese großen Konzerne keine Steuern zahlen. Aber wer ist dafür verantwortlich? Dafür ist die rot-schwarze Bundesregierung verantwortlich, dafür ist die Europäische Union verantwortlich. Und jetzt zu sagen, quasi, naja, ich setze mich daher und sage, alle anderen sind schuld, vielleicht sogar der Orban oder die FPÖ, das ist ja wirklich ein bisschen ein falsches Modell. Naja, es sind ja deine Freunde auf europäischer Ebene und auch auf österreichischer Bundesregierungsebene. Es wäre deine Partei, die hier was ändern könnte. Und sozusagen vielleicht die Kritik nach innen formulieren und da noch was umsetzen und nicht immer nur bashen und vor allem so viel. So, jetzt müssen wir auf den Astin ein paar Sekunden zu Wort kommen. Also ein paar Dinge. Ich möchte auf die Frage eingehen, was brauchen wir in Europa? Ich glaube, wir haben ein paar Probleme in der Europäischen Union, die wir angehen müssen. Ja, das erste ist einmal zum Beispiel, wir haben ein europäisches Parlament, das eigentlich sehr gut funktioniert, aber es wird oft nicht ernst genommen. Es macht mich zum Beispiel sehr nachdenklich, dass das Europäische Parlament beschließt, die Verhandlungen mit der Türkei über den Beitritt einzufrieren. Und es braucht den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz, der dann im Ministerrat auch dafür sorgt, dass dem nachgekommen wird. Sonst hätten wir wieder da herumdiskutiert und den nächsten Gipfel und den dritten Gipfel. Dasselbe ist, wir haben das Schließen der Balkanroute, zig Gipfel, auch lange nicht. Und es braucht wieder Leute, die das einfordern, damit dann auch Dinge zustande kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die europäische Bevölkerung das Gefühl hat, dass sie auch ernst genommen wird, dass ihre Anliegen vertreten werden von der Politik und dass sich nicht einzelne Regierungschefs der verschiedenen Länder darin gefallen, irgendwie sich in Konferenzen zu treffen und dann am Ende des Tages nichts umsetzen. Wir brauchen ganz konkret eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, um genau diese Probleme an unserer Grenze irgendwie entgegenzukommen. Wir brauchen ganz klar dazu auch eine europäische Armee. Und ich glaube, wir sollten eben nicht darüber nachdenken, wie können wir jetzt die möglichst hohe Steuerunion machen. Weil wenn du sagst, du hast das ganz wörtlich gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir über höhere Steuern reden. Wir dürfen eben nicht über höhere Steuern reden, weil, und nur um einen Punkt aufzugreifen aus dem komplexen Ding, das du vorher da aufgezeichnet hast. Ja. Wir sind in einem internationalen Wettbewerb als Europa und als Österreich. Und wenn wir wollen, dass die Menschen bei uns Arbeit haben, und jetzt geht es uns in Österreich gut im Vergleich zu Spanien beispielsweise, ja, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei 50% ist, dann müssen wir schauen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir möglichst viele Standards einziehen. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir möglichst höhere Steuern einführen, sondern wir müssen schaffen, dass wir die beste Bildung haben, dass wir interessant sind als Standort, weil die Menschen gut ausgebildet sind, kreative Lösungen haben können, weil wir Start-ups fördern, weil wir es schaffen, ein Umfeld zu schaffen, wo neue Unternehmen gegründet werden. Und nur dann können wir Arbeit, Beschäftigung und alle diese Dinge regeln. Und das ist die Grundlage, damit überhaupt Löhne gezahlt werden können. Und wenn wir damit zusätzlichen Regelungen dagegen arbeiten, werden wir nichts erreichen. Und ich glaube, gerade das stört viele Leute an der Europäischen Union, dass wir Standards für alles Mögliche, vom Traktorsessel bis zu den Gurken am Anfang irgendwie mal gebracht werden. Das ist nicht die Politik, die Leute sich wünschen, sondern jetzt in erster Linie geht es einmal darum, die Sicherheitspolitik. Das klingt schon fast wie wir. Wir müssen schon eine kurze Pause machen. Wir müssen eine kurze Pause machen und dann sind wir gleich wieder da. Es bleibt spannend. Das ist das, was die Leute stört. UE24 TV präsentiert das Duell der Jungpolitiker mit Julia Herr, Astin El-Habassi, Julian Schmidt, Maximilian Kraus
und Claudia Gammon. Durch die Sendung führt OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Wir sind zurück bei OE24TV, haben gerade heiß über Europa diskutiert. Ich möchte das Thema Europa nützen, um überzuleiten zum nächsten Thema, das aber auch ein bisschen vielleicht damit zusammenhängt. Wir hatten gerade Bundespräsidentenwahl in Österreich, da war das Thema Europa auch eines der Themen, das laut Meinungsforschern diese Wahl mitentschieden hat. Ja. Jetzt haben wir einen unabhängigen, grünen, Auslegungssache, Präsidenten, Alexander Van der Bellen. Norbert Hofer, Kandidat der FPÖ, ist dann im Endeffekt doch Zweiter unterlegen geworden, und Zweiter geworden. Zweiter Sieger. Haben wir viel gesprochen vom gespaltenen Land, dass das Land durch diesen doch fast einjährigen Wahlkampf gespalten wurde. Es gab, muss man sagen, einen sehr hart geführten Wahlkampf, jetzt nicht unbedingt nur zwischen den Kandidaten, eher, sage ich mal, gerade auf den sozialen Medien. An dich die Frage, fühlst du dich von Alexander Van der Bellen repräsentiert und weiterführend, was wünschst du dir von Alexander Van der Bellen? Naja, noch ist er nicht Präsident. Ich glaube allerdings, ja, dass es in einer... Ja, okay. Ich meine, wurde ist eine Anfechtung geplant, von der wir nichts wissen. Aber ich glaube, dass es natürlich in einer Demokratie so ist, dass man dem Gewinner gratulieren muss. Und er hat gewonnen, es ist okay, es war eine demokratische Entscheidung. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber es ist zur Kenntnis zu nehmen. Und natürlich wird er auch unser Präsident sein. Es gibt nur einen Präsidenten, er hat gewonnen, das ist anzuerkennen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches in einer Demokratie. Ob ich mich von ihm repräsentiert fühlen werde, werde ich allerdings dann beurteilen können, wenn ich sehe, wie er sich als Präsident verhalten wird. Ich glaube, das kann man im Vorhinein immer schwer sagen. Da möchte ich weder sagen, er wird das super machen, noch er wird es besonders schlecht ausüben. Ich glaube, das wird sich einfach zeigen, wie er sich verhält. Ich glaube, ein ganz wesentliches Kriterium wird sein, wie er sich nach der nächsten Nationalratswahl verhält. Und ob er hier auch ein demokratisches Ergebnis insofern zur Kenntnis nehmen wird, als er der Partei, die aus der Wahl als stärkste hervorgeht, auch den Regierungsbildungsauftrag gibt. Ich glaube, das wäre etwas, wo er zeigen könnte, dass er diese Spaltung, die er oft besprochen wird, wirklich sozusagen überwunden hat und dass er sagt, der Erste wird, der bekommt den Regierungsbildungsauftrag. Egal, ob es jetzt ein Grüner oder ein Freiheitlicher ist, aber nicht nur, weil es die FPÖ ist, die lasse ich auf keinen Fall von vorhinein mitregieren. Das wäre demokratiepolitisch genauso falsch, wie wenn man sagen würde, Van der Bellen ist nicht mein Präsident, weil das stimmt ja in der Form einfach nicht. Also Van der Bellen ist doch dein Präsident. Van der Bellen ist gewählt und er ist unser aller Präsident. Ja. Julia Herr, ist das Land gespalten nach diesem Jahr? Ich bin froh, dass ich dazu was sagen kann, weil ich glaube, man muss jetzt aufhören, von der Spaltung im Land zu reden. Man hat ehrlicherweise, wenn man sich das Endergebnis jetzt anschaut, ist das eines der deutlichsten Ergebnisse in der Geschichte. Es hat schon viele andere Ergebnisse gegeben, die weitaus knapper ja waren. Das heißt, wenn es zwei Kandidaten gibt, dass hier das Land, einer ist progressiver, einer ist konservativer, dass sich hier das Land circa teilen wird, liegt ja auch auf der Hand. Das heißt, diese Spaltung, ich finde wirklich, dass wir aufhören müssen, davon zu reden, dass die Spaltung jetzt zwischen Hofer und Van der Bellen irgendwie in unserem Land verläuft. Ich glaube, Trennlinien in unserer Gesellschaft verlaufen ganz woanders. Ich glaube, dass wir zum Beispiel ganz stark eine Polarisierung auf zwei Seiten sehen, dass viele Leute in unserem Land reicher werden, weil viele andere ärmer werden. Wir haben erst vor ein paar Tagen ist eine Studie herausgekommen, dass sich die Zahl der Dollar-Millionäre in Österreich seit dem Jahr 2000 verdreifacht hat. Das heißt, wir sehen, dass hier Reichtum eine sehr starke Konzentration derzeit vornimmt, während es immer mehr Leuten eigentlich schlechter geht. Die Arbeitslosigkeit ist viel zu hoch in unserem Land. Wir sehen das ja an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden. Ihr regiert, ihr tut was dagegen. Also ich bin einmal jetzt gar nicht in der Regierung. Ich weiß, du wirst jetzt gar nicht... Natürlich, die SPÖ... Du tust immer so, als hättest du nichts damit zu tun, aber irgendwie gehörst du ja schon dazu, oder? Nein, ich sitze im Gegensatz zu vielen anderen hier nicht im Parlament. Und natürlich ist auch die SPÖ in die Kritik zu nehmen, wenn man sich anschaut, dass die Arbeitslosigkeit schon viel zu lang, viel zu hoch ist. Ich glaube, dass hier einfach... einerseits der Staat wieder die Rolle begreifen muss, auch Arbeitsplätze selbst zu schaffen, dass man hier eine Konjunkturwelle startet, dass man hier versucht, in öffentliche Einrichtungen wieder sehr stark zu investieren. Ich glaube, die Bildung ist vorher angesprochen worden. Kindergärten, wir haben immer noch nicht genug Kindergärten. Es gibt immer noch Frauen, die nicht berufstätig sind, weil es auch keine guten Möglichkeiten gibt, die Kinder unterzubringen. Also es gäbe ja viele verschiedene, der Ausbau der Krankenpflege. Wie viele Pflegekräfte holen wir aus dem Ausland? Wie viele rumänische Pflegekräfte gibt es in diesem Land? Man könnte auch in Österreich in Altersvorsorgeheime investieren. Wir wissen, die Babyboom-Generation, die kommt bald in die Pension. Wieso sorgen wir nicht vor? Das ist ein Job, der sicher in der Zukunft extrem wichtig sein wird. Der Julian hat es angesprochen, die Digitalisierung. Viele Jobs werden wegfallen.
Jobs, die allerdings nie wegfallen können, sind die, wo es um Pflege beispielsweise geht. Das kann ein Roboter, eine Maschine nicht machen. Wieso investieren wir hier nicht? Wieso sind wir nicht klug und investieren wir jetzt in den Pflegebereich? Der kann unglaublich viele Arbeitsplätze schaffen und das ist auch sinnvoll für die Zukunft. Wieso begreifen wir hier nicht die eigene Rolle auch? Ich würde trotzdem noch mal gern zurückgehen zur Bundespräsidentenwahl, weil ja ein Thema, das bei der Bundespräsidentenwahl oder eher im Wahlkampf sehr dominant war, war auch Social Media und waren auch Hasspostings auf Social Media. Jetzt haben die Grünen ja einen Prozess geführt zu diesem Thema Hasspostings, der ja auch gewonnen wurde. Generelle Frage, führt oder hat auch dieser Wahlkampf ein bisschen zu einer Verrohung der Sitten geführt? Ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt der Wahlkampf war. Also es ist sicher heiß zur Sache gegangen, das weiß jeder von uns. Also es hat natürlich überall auch wirkliche Ausfälle gegeben, auf beiden Seiten, das muss man wirklich sagen. Aber ja, man muss halt dazu sagen, Facebook sozusagen, die Digitalisierung, Social Media und so, das ist immer jetzt kein neues Phänomen, gerade für uns Junge, aber sozusagen in dem, wie viele Menschen das nutzen, quer durch alle Altersgruppen, ist das sozusagen eine relativ neue Sache. Wo man aber jetzt Gesetze schaffen muss. Diese Hetzpostings also, nicht ein bisschen auch, sag ich mal, zu diesem negativen Image bei, das die Politik ja, muss man schon sagen, teilweise auch hat? Also ich glaube, die Menschen bewegten Hasspostings nicht. Also wir haben vielleicht eine gespaltene Gesellschaft gehabt, wenn es darum geht, wer soll Bundespräsident werden. Da war das Land ungefähr aufgeteilt. Aber das ist keine Spaltung der Gesellschaft, weil was erwartet man sich von einer Stichwahl, als dass sich da irgendwie die Leute zwischen zwei Kandidaten entscheiden müssen. Ich glaube, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht spalten lassen, das ist beim Thema Hass und beim Thema, wie hält diese Gesellschaft zusammen. Und ich glaube, da wird es nicht reichen, die Hasspostings zu verdammen, sondern wir müssen den Hass beseitigen. Wir müssen es schaffen, Brücken zu bauen. Wir müssen Populismus aufdecken. Dort, wir müssen diejenigen, den Terroristen, aber auch jenen, die in diesem Land versuchen, durch populistische Aussagen, durch Halbwahrheiten die Stimmung anzuheizen, da müssen wir einen Riegel vorschieben und sagen, hey, es gibt gewisse Werte, die in Österreich unverhandelbar sind. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Tatsache, dass wir hier aufgrund demokratischer Wahlen und im Parlament Gesetze machen. Solche Dinge, die müssen wir außer Streit stellen und dann müssen wir dafür sorgen, das gemeinsam in den Vordergrund zu stellen. Es gibt ganz, ganz vieles, was diese Gesellschaft wichtig ist und ich glaube, in Europa ist es auch ganz wichtig, weil da schließt sich der Kreis für mich, auch da müssen wir schauen, was sind eigentlich die Dinge, die uns einen. Und vielleicht noch einen kurzen Exkurs zu Populismus und Uneinigkeit. Wie wir damals den Brexit gehabt haben, ist damit geworben worden mit einer Lüge, mit 350 Millionen Pfund, die man für ins Sozialsystem investieren wollte. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, okay, es gibt hier Menschen, die ganz bewusst Lügen in Diskussionen bringen, auch damit Wahlen beeinflussen werden und hinkommen zu einer sachlichen Politik, die nicht mit Angst arbeitet und Zuspitzung, sondern mit Lösungen für zukünftige Probleme. Wir müssen noch einmal eine kurze Pause machen, sind dann gleich wieder zurück zum großen Finale. UE24 TV präsentiert das Duell der Jungpolitiker mit Julia Herr, Astin El-Habassi, Julian Schmidt, Maximilian Kraus und Claudia Gammon. Durch die Sendung führt UE24-Chefredakteur Niki Fellner. Ja, willkommen zurück bei OE24 TV. Heute zu Gast bei uns die Jungpolitiker der 5 größten Nationalratsparteien. Ich würde gerne diese letzte Runde nützen, um auch so ein bisschen abschließend eure Wünsche an die Politik noch einmal zu besprechen und auch ein bisschen zu besprechen, wie muss denn eigentlich die Politik der Zukunft aussehen? Wir haben Leute, junge Politiker hier sitzen, alle unter 30, teilweise deutlich unter 30. Gerade Gammon wird mit dir beginnen. Was braucht denn Österreich? Also was muss passieren, beziehungsweise was passiert derzeit nicht und warum hat man vielleicht teilweise gerade junge Leute den Eindruck, dass in der österreichischen Politik eigentlich Stillstand herrscht? Naja, wahrscheinlich, weil es stimmt. Also ich glaube, das, was wir brauchen in der österreichischen Politik, ist, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, auch umsetzt. Wir haben uns das Ganze angeschaut über unseren Regierungsmonitor und von den vielen Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag drin gestanden sind, wo ja teilweise auch sehr vernünftige Dinge dabei sind, sind bisher nur 22% umgesetzt.
Und jetzt haben wir aber rein theoretisch nur noch 2 Jahre übrig, wenn die Periode, sagen wir, ausgelebt wird oder ausgesessen wird. Und dann schaut es schlecht aus mit der Bilanz. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist einfach, dass wir diese Dinge, über die wir ständig reden, diese Probleme, von denen alle wissen, dass sie da sind, Bürokratie, hohe Belastung, steuerliche Belastung des Faktors Arbeit, Ineffizienzen, gerade was das Thema betrifft, beim Föderalismus zum Beispiel, wer ist für was zuständig, Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung, das sind lauter Dinge, das ist ja nichts Neues, es ist nicht Raketenwissenschaft. Es gibt diverse Publikationen, auch vom Rechnungshof, wo sie ganz praktikable Vorschläge haben, wo kann man einsparen, was kann man ändern in der Verwaltung, auch im Management, wie das Land funktioniert als Ganzes. Das muss aber umgesetzt werden. Das Einzige, was wir aber tun, ist, dass wir ständig über den Prozess reden und darüber reden, warum kommen wir immer noch nicht dazu, etwas zu machen. Und ich glaube, dass da ein anderer Zugang zur Politik, dieser ein echter neuer Stil, nicht nur die Ankündigung davon, notwendig ist. Also ein New Deal. Nein, kein New Deal, bitte. Wenn, dann wirklich eine andere Arbeitsweise. Und ich glaube, dass das auch Österreich einmal gut tun würde, das Parlament als solches auch ernst zu nehmen. Und da rede ich jetzt nicht nur von NEOS als Oppositionspartei, auch von der FPÖ und von den Grünen. Wir haben immer wieder Vorschläge, auf die sich im Endeffekt auch die ganze Opposition teilweise einigen kann, was vielleicht verwunderlich ist, aber es gibt immer vernünftige Vorschläge auf allen Seiten, wo man, glaube ich, die Opposition auch einbinden könnte, sagen kann, machen wir einen Parlamentarismus. Ich muss nämlich auch sagen, dass es sehr viele Kollegen bei ÖVP und SPÖ im Parlament gibt, die das auch ärgert und die auch gerne hätten, dass was weitergeht. Und vielleicht muss man da von der Regierung weg ein bisschen. Julian Schmidt, wenn du einen Wunsch hättest an die österreichische Bundesregierung, was wäre das? Was soll jetzt noch umgesetzt werden? Also einen Wunsch, naja, zum Beispiel dieser New Deal, der die ganze Zeit angekündigt wird, wo du sagst, bist du dagegen? Also ich fände es schon wichtig, dass man da einmal Ergebnisse sieht. Ja, also wir Grüne haben ja von Anfang an gesagt, wir geben dieser neuen Regierungsaufstellung auch dem Bundeskanzler einmal eine Chance. Ja, ich hätte nur langsam ist die Zeit, dass es wirklich Erfolge braucht. Ja, also das wäre etwas, also dass die eigenen Vorstellungen und Vorschläge umgesetzt werden, das wäre einmal ein Ziel. Ne? Aber was ich noch sagen würde, ich finde auch, dass die ganze Diskussion da war so ein bisschen eine typische, ist so eine Politikdiskussion, sehr negativ, ja, man streitet herum und so weiter. In Wirklichkeit erlebe ich was sehr anderes in Österreich. Also jetzt zum Beispiel, früher ist angesprochen worden, die Präsidentschaftswahl, die Kampagne. Ich habe sozusagen die Ehre gehabt, wirklich mitmachen zu können in der Van der Bellen-Kampagne und das war eine, da waren junge Leute aktiv. Wir haben 10.000 Freiwillige gehabt, quer durch ganz Österreich. Es waren unglaublich viele junge Leute, tausende Leute, die nämlich nicht das gemacht haben, also die haben das in ihrer Freizeit gemacht, neben Job gemacht, haben das gemacht, die eben nebenbei sie Kinder haben, also Eltern pflegen müssen und so weiter. Ja. Also das war wirklich so eine Bewegung und das ist das Gegenteil von einer negativen Einstellung, sondern das ist, die haben totale Lust gehabt, Politik zu machen, die Welt zu verändern, Österreich zu verändern, zu beeinflussen. Also keine Politikverdrossenheit. Nein, es ist eine Stillstandsverdrossenheit da, ja, ganz sicher. Und, ja, sicher, Politikerverdrossenheit, ja. Aber es ist sicher trotzdem eine große Lust da, ja, zu gestalten. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich finde, wir können unglaublich viel verändern. Ja. Wir haben jetzt über einige Missstände geredet, was man angehen sollte und so. Aber wenn ich mir das Bildungssystem anschaue, ich meine, schauen wir uns Finnland an. Da gibt es Best-Practice-Beispiele, die wir einfach nur nach Österreich holen müssten und einfach sozusagen eigentlich Copy-and-Paste machen müssen. Und wir würden wirklich einige Probleme weniger haben. Wir müssten dann nur einmal mutig sein. Ja. Warum haben wir noch immer ein Bildungssystem, was ist wie vor 100 Jahren? Ja. Oder 2/3-Mehrheit brauchst du. Oder, naja, egal warum. Und was auch immer. Aber das, wir sind die kommende Generation, das liegt an uns. Oder noch ein anderer Punkt, ja, den ich mir wirklich hoffen würde. Ich meine, alle wünschen sich Arbeitsplätze die ganze Zeit. Und wir sehen das als ein großes Problem in Österreich. Und gleichzeitig, was besteuern wir am allermeisten? Arbeit. Ja? Mhm. Gleichzeitig werden, Stichwort, was wir früher diskutiert haben, ganz große Konzerne ausgelassen. Das sind Milliarden, die da weggehen. Und gleichzeitig, zum Beispiel, das wäre unser grüner Vorschlag, könnten wir doch verschwenderische, sozusagen Energieverschwendung in der Produktion, Schadstoffe und so weiter besteuern. Ja? Dass wir wegkommen ein bisschen auch von der Wegwerfgesellschaft, ja? Und gleichzeitig Jobs schaffen und runter bei den Steuern mit auf der Arbeit. Ich meine, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und manchmal, wenn man sich Politikerdiskussionen anschaut, schaut das so aus, als könnte man eh nichts machen und wäre alles eine Katastrophe. Mhm. Das ist nicht so. Und die Österreicherinnen und Österreicher sehen unsere Heimat auch nicht so, sondern wir haben unglaubliche Potenziale, Chancen und ganz viele junge Leute unserer Generation, die wirklich eine Lust hat zu gestalten.
Al-Habassi, was soll denn die österreichische Bundesregierung jetzt umsetzen im nächsten Jahr? Was ist sozusagen der Wunsch aus ÖVP-Sicht? Was muss passieren? Ich glaube, der Fokus muss auf jeden Fall auf das Schaffen von Arbeitsplätzen, Investitionen in den Start-up-Standort, Wirtschaftsstandort Österreich sein. Und ich glaube, in den Bereich Bildung und Forschung müssen wir investieren und da diese geplanten Bildungspakete umsetzen. Aber das ist der inhaltliche Punkt. Und ich glaube, was sich viele Menschen wünschen in Österreich ist, dass ordentlich zusammengearbeitet wird. Und jetzt habe ich ein bisschen einen Einblick im Parlament und ich kann sagen, wir auf Jugendsprecherbasis, da wird zusammengearbeitet. Wir setzen uns hin, wir lassen einmal die Partei außen vor, reden über Probleme und über Anliegen, die wir haben und versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das würde ich mir manchmal auch in der Regierung wünschen. Da habe ich das Gefühl, dass manche große Freude daran haben, alte ideologische Ideen zu wälzen oder einfach Spielchen zu spielen, wo man Dinge miteinander verknüpft in Verhandlungen, die nichts miteinander zu tun haben. Und die Leute wünschen sich, dass wir diese Spielchen aufhören und wünschen sich Politiker, Menschen, die Visionen haben, die dafür stehen und die etwas gestalten wollen. Und ich glaube, deswegen braucht man einen stärkeren Parlamentarismus, deswegen braucht man wahrscheinlich auch eine stärkere Fokussierung auf Personen. Und ich glaube, wir brauchen einfach Menschen, die wieder Politik machen wollen, um zu gestalten. Also ich erlebe so oft jetzt auch eben europäischer Ebene, österreichischer Ebene, wir tun nur mehr verwalten. Wir tun nur mehr den Status quo halten und ein bisschen was abändern und so. Aber wir haben oft nicht den Mut, einmal nicht einen Kompromiss zu machen, sondern ein klares Ding umzusetzen und einfach darüber zu reden, so wie wir darüber denken und nicht uns in irgendwelchen diplomatischen Klauseln zurückziehen. Und das, glaube ich, wünschen sich die Leute und das wünsche ich mir auch von der Bundesregierung. Max Mühe? Das ist ein guter Punkt und ich kann euch da beiden eigentlich recht geben. Es stimmt, und auch wenn man sich die drei Wahlgänge dieses Jahr angeschaut hat, dass die Wahlbeteiligung immer gestiegen ist, dass sich mehr Leute immer interessiert haben, dass man im Gegenteil, im Vorfeld hat es Kommentare gegeben, die Leute werden sich nicht mehr interessieren und nicht mehr hingehen und es ist Dezember. Das Gegenteil war der Fall, es sind noch mehr Leute wählen gegangen. Und ich glaube, dass das etwas Positives ist und etwas Tolles ist, dass die Leute sich engagieren wollen, dass sie sich für Politik auch wieder interessieren und dass diese Politikverdrossenheit, die gerne ja auch in den Medien ein bisschen herbeigeschrieben wird, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht viel eher eine Parteienverdrossenheit oder eine Systemverdrossenheit ist, dass man sagt, man geht wählen und man weiß ja nicht, es ändert sich dann nichts. Also ich glaube, das stimmt in der Form nicht. Hier gibt es ein großes Interesse und hier wollen die Leute mitbestimmen. Und wenn du gesagt hast, haben wir den Mut zu klaren Positionen? Ja, ich glaube, das stimmt. Aber geben wir den Leuten auch die Möglichkeit, zu diesen klaren Positionen zu finden und mitzubestimmen? Ich glaube, in der Schweiz gibt es das Modell der direkten Demokratie, wo man zu vielen Punkten, die lokal sind, die vielleicht österreichweit sind oder die auf ein Bundesland bezogen sind, mitzubestimmen. Fragen wir sie, geben wir ihnen die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen bei konkreten Themen? Ganz am Anfang der Diskussion wäre es vielleicht die Grenzschließung gewesen. Jetzt bei Bildungspolitik, ob man eine Gesamtschule möchte, informieren wir im Vorfeld objektiv, sagen wir, das sind die Möglichkeiten. Aber lassen wir die Leute mitbestimmen, geben wir hier ein bisschen wirklich Recht dem Volk zurück und geben wir den Leuten die Möglichkeit mitzubestimmen. Wenn man das noch machen würde, dann glaube ich, wäre auch diese Verdrossenheit noch kleiner und das wäre wirklich was Positives, wo man gemeinsam auf die Menschen zugehen könnte. Julia Herr? Ich wünsche mir für das nächste Jahr, ich habe jetzt lange überlegt, während alle gesprochen haben, dass wir es schaffen, dass wieder für den Großteil unserer Gesellschaft Wohlstandsgewinne möglich sind. Ich glaube, die Menschen haben Angst, Wohlstand zu verlieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Grund, warum man so unzufrieden ist. Und sie haben nicht nur die Angst, sondern es ist ja real. Man hat wenn man vergleicht heute mit der Situation vor 10 Jahren, sieht man, dass es Wohlstandsverluste für den Großteil der Bevölkerung derzeit gibt. Hat eben sehr viel mit der Arbeitslosigkeit zu tun, die sich gesamtgesellschaftlich natürlich auswirkt. Und ich glaube, wir müssen es wieder schaffen in Österreich, das Versprechen ernsthaft geben zu können, dass wir eigentlich Wohlstandsgewinne erwirtschaften wollen, dass wir eigentlich für die breite Masse gerne hätten, dass es ihr besser geht im Sinne von, dass es ihr ökonomisch besser geht, dass sie abgesichert ist, dass sie keine Angst haben müssen, jeden zweiten Tag den Arbeitsplatz zu verlieren, dass es auch vom Gehalt her einfach eine Sicherheit gibt, sein Leben planen zu können. Ich weiß, das wird hier am Tisch mit Sozialismus irgendwie gleich betitelt, wenn ich zum Beispiel vorschlage einen europäischen Mindestlohn. Andererseits haben wir gehört, wir sollen wieder Visionen haben. Ich glaube, das muss die langfristige Vision sein, eben für die breite Masse in Österreich wieder zu denken und wegzukommen von dieser Verteilung des Wohlstands, der sich eben in entgegengesetzte Richtung gerade ausbreitet, dass wir immer mehr reiche Leute, immer mehr Arme auch haben. Diese Spaltung kann, glaube ich, in Österreich unglaublich viel anrichten.
Ich möchte mich bei allen bedanken. Es war wirklich eine spannende Diskussion, hart in der Sache, aber doch amikal und ich muss sagen, vom Ton ganz anders, als man es von vielen alteingesessenen Politdiskussionen kennt. Also ich muss sagen, wirklich eine spannende Runde. Würde mich freuen, wenn wir das hin und wieder wiederholen können. Ich fand es wesentlich spannender als, wie gesagt, mit vielen alteingesessenen Kollegen aus den jeweiligen Parteien. Bedanke mich auch bei den Zusehern. Wünsche noch einen schönen Abend hier auf OE24 TV. Wiedersehen.